So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zum 9. Spieltag der Schweizer Super League. Willkommen zurück bei meiner Karriere mit dem FC Basel und zurück zu FIFA 18. Ja, heute geht's weiter mit dem Spiel gegen die Young Boys aus Bern. Oh, Akanji verkauft, sehr gut. Das war eigentlich das, was ich haben wollte noch. Sehr gut. Für 12,5 Millionen ist er dann, Gott sei Dank, schon weg. Ja, tut mir leid, aber... bisschen Realismus soll sein, wie der Akadi, Steffen sind beide weg. Sehr gut, das ist jetzt auch erledigt. So, gucken wir mal, was haben wir denn überhaupt ein Transferbudget, dass wir sagen können, okay, man könnte tatsächlich überlegen, ob man einen Spieler kauft. 2,2 irgendwas gerade mal. Ja gut, ich glaube, die Kohle kommt eher später dazu. Naja, wir brauchen ja momentan keine Spieler. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Kader. War eigentlich nur mal eine Idee. Und wenn natürlich, könnt ihr auch Transfervorschläge machen. So, weiter geht's mit der Liga. Und dem Spiel gegen die Young Boys aus Bern. 9. Spieltag steht heute an. Und wir wollen unseren nächsten Sieg holen. Schade. Egal. Weiter geht's. Ja, ich werde ja demnächst wieder in der Schweiz vor Ort sein. Und ja, gute 4 Wochen noch, dann geht's los, denn ich 23.02. Abfahrt in Richtung Zürich. Und dann sehe ich die Rebbi wieder, die Ani wieder. Ja, ich werde auch dann an dem Wochenende tatsächlich noch Formel 1 fahren. Tatsächlich wird es ich weiß nicht, ob es den Stream geben wird, aber ich werde fahren auf jeden Fall dann mit Controller, weil ich mein Lenkrad und mein PlayStation nicht mitnehmen kann. Muss ich mal gucken, vielleicht war ich sogar spontan, dass ich sie mitnehmen kann, die Sachen. Aber ich glaube eher nicht. Wieder die Anja mir angeboten zu sagen, komm, fahr doch bei mir. Müssen wir mal gucken, wie weit wir dann irgendwann. Aber wie gesagt, alles heute dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal wieder Fußball auf meinem Kanal. Und Formel 1 wird es auch. Wie gesagt, da hat es gestern ja gegeben. Ah, scheiße. So kann ich euch sagen, weil wir heute... Ich nehme wieder sonntags auf. Für den Montag. Naja, gut. Wie gesagt, konzentrieren wir uns mal natürlich ein bisschen wieder auf FIFA. So. Ich habe keine... Nichts zu trinken gerade hier. Das ist ja unangenehm. Elio Nussi. Ja, schöner Ball. Oh, der war nicht so schlecht, die Idee. Guter Kopfball und so wie der Ball. Knapp übers Tor. Wir sind knapp im Tor vorbei, er. Genau das wollte ich eigentlich verhindern, deswegen habe ich kurz auf Pause gedrückt. Entschuldigung dafür. Ich drücke aber gerade keine Spieler in Position. Jetzt vielleicht mal. Ja, Elio Nussi. Ah, bisschen verzogen. Schade. Ich will auch demnächst wieder neue Folgen fahren. Der Kuh geben. Auch wenn einige sagen, nee, nicht so meins. Aber na gut. Der war gefährlich. Da war der Keeper noch dran. Ecke. Einfach mal probieren. Oh ja. Ja, war Glück dabei. Ja, war. Hat's gut gemacht. Und nochmal. Aber
Der Ball, Keeper hält den Ball da sicher. Gut, der Ball ist... Ui, fast ein Eigentor. Aber wieder geklärt. Es bleibt hier momentan beim 0:0. Und auch der geht knapp vorbei. Meine Fresse, sind da Chancen. Martinez! Mein Gott, die Basler lassen hier gerade ihre Chance liegen. Der Keeper wächst über sich hinaus. Na, ja, schon wieder. Gute Idee, gut freigelaufen da, aber leider nicht. Präzise genug, aber wir probieren es nochmal mit der nächsten Welle. Na. Ach, schade. Ich dachte, ich kriege mich um den Spieler rumgedreht. Aber nicht der Fall gewesen, leider. Ich kam nicht in Position. Tiney. Elionussi. Und der ist nicht schlecht, der Ball. Kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Nein. Da hat er sich ein bisschen zu weit vorgelegt und der Ball wird erstmal geklärt, aber es gibt einen Wurf für den FC Basel. Ups. Ich dachte, der geht da ein bisschen besser in Position und es wird wahrscheinlich beim 0:0 zur Pause bleiben, wobei es eigentlich eher speicherhaft ist, weil Basel hatte die Chancen. Pause. 0:0 tatsächlich. Ja, wie gesagt, sehr speicherhaft für die Berner, aber eine zweite Halbzeit gibt es noch. Wenn die Basler irgendwann den Druck weiter so hoch halten, denke ich mir, bin ich mir sicher, dass es hier irgendwann das Tor gibt. Auf geht's. Ah, schade, der gute Code. War noch nichts. Das war doch nichts. Den Freischuss gibt es, aber der wird locker geklärt erstmal. Goretzka. Ah, Moment, Moment. Ne, den konnte er nicht kriegen. Schade, wurde angeschossen. Ah, holt er sich schon. Ja, okay, gibt für uns den Einwurf. Young Boys wechselt. Fast nach raus. Buenito rein. Hilfe. Na. Ja, sagen wir, obwohl, weil es hier einfach dieses 0:0 momentan noch steht, ist das Ding ein ganz gefährliches Ergebnis. Lass mal Bernd treffen. Dann sieht das Ganze vielleicht hier anders aus. Weil momentan kriege ich auch keine Möglichkeit, eine gute Chance zu arbeiten. Vielleicht jetzt nochmal. Ah, gut aufgepasst da. Ja, das ist das Problem, wenn einer Spitze steht. Einer Spitze spielt. So rum ist es eigentlich richtig. Aber vielleicht. Nein. Vielleicht auch nicht. Ah! Oh, nicht schlecht, der Ball. Der war gut. Der passt. 1:0. 68. Minute. Endlich.
Valentin Stocker mit dem 1-0 und seinem dritten Saisontor. Sind sehr viele jetzt mit drei Saisontoren und in dem Moment geht er auch raus. Bühr wird neu in die Mannschaft kommen. Der ist plötzlich gefährlich. Die können hier plötzlich machen, was sie wollen. Außer diese Flanke an den Mann zu bringen. Ja, warte, warte, der... Ja, okay. Das war, die Idee war gut, aber die Umsetzung war eher... nicht so, der Bringer. Guter Ball, lang. Guter Ball, lang. 2-0! Über den Endpfosten, 77. Minute, Lautaro Martinez mit seinem vierten Tor. Hier, vorbei am Keeper und dann hinten über den Endpfosten und rein ins Glück. Nur rund 10 Minuten später das 0-2. Jetzt hat Basel zumindest mal eine komfortable Führung. Und jetzt wechselt Bern auch raus. Basel hat schon kurz vorher gewechselt. Ja, okay, dann hat er gut geholt, aber quasi dann im Gegenzug wieder ein. Ah, okay. Hui. Boah, Latte! Letzte Basis probiert auch noch mit ein paar Lanta neu in der Mannschaft für Scha. Also einmal kurz die Latte getroffen. Und jetzt kann er es nochmal probieren. Jetzt kann er es nochmal probieren. Leon Goretzka. 3-0. 89. Minute. Der Meister legt hier mal kurz richtig zu. Schöner Ball vorne in die Spitze rein. Goretzka, der wartet, was macht der Keeper und legt ihn dann mit rechts an ihm vorbei. Und ja, 3-0. Mhm. 89. Minute ist dann mal. Dann sage Bühr über die Außenbahn. Ja, der probiert's mal, aber das war die letzte Aktion dieses Spiels und damit ist das Thema gegessen. 3-0, triumphierte FC Basel bei Young Boys Bern am 9. Spieltag und es ist ein sehr gut, ein ja, verdienter Sieg vor allen Dingen. So, das nächste Spiel ist das Champions League Spiel gegen Olympique Lyon, beziehungsweise das zweite Champions League Spiel in dieser Gruppe. Ob wir das Spiel gewinnen oder nicht. Wie gesagt, es ist eine Hammergruppe mit Galatasaray, mit City, mit Lyon. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie es halt ausgeht. Es kann sein, dass wir dann als Dritter rausfliegen. Es kann aber auch sein, dass wir als Zweiter oder Erster durchkommen. Gucken wir einfach mal, wie das Spiel ausgeht. Seht ihr in der nächsten Folge bei Let's Play FIFA 18 Karriere. Bis dahin und auf Wiedersehen.